So. Zeitmann wieder drauf. Lieferbereich. Das war der hier, ne? Gott. Ist der Hammer und hat sogar tolles Zeug von Intel verbaut. Na, sehr schön. Was haben wir hier noch? Die kommt erst später, tut mir leid. Ach, die Diagnose. Gucken wir mal. Was haben wir denn da? Schalte den Computer probehalber ein und finde raus, was passiert. Häufig gibt dir das schon das Bier aus Anhaltspunkte, wo der Hase im Pfeffer liegt. Falls erstmal gar nichts passiert, liegt es möglicherweise an einer schadhaften PSU. Wenn du Probleme bei denen besteht, prüfe Komponenten auf Komponente, bis du die schadhafte identifiziert. Das kann ein wenig dauern. So. Erstmal schön alles durchpusten. Ja, und dann gib ihm mal Strom und gucken wir mal ins Dios. Keine CPU gefunden. CPU! Die ist kaputt, die Ryzen. Jetzt brauche ich einen AM4. Muss ich dem Kerl bestellen, eine AM4 CPU. Was hat denn da für ein Budget angegeben? So, dann gucken wir mal in den Shop, was wir für eine AM4 CPU für dich hätten. Ein Ryzen 5, der hat nur 3,4 und 4 Cores, der hat 3,7 und der hat auch 3,4. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem und dem? Intel. Viel mehr Intels als... Okay, dann kriegst du hier einen Ryzen 5, würde ich sagen, oder? Mit 3,4. Oder ein 3er mit 3,7. Oder ein 5er mit... Ah, ich glaube, den hier ist ganz gut. So. Bestellt wird immer am Ende. Was haben wir noch? Der wartet noch auf die Grafikkarte. Dann haben wir hier auf 8 GB aufrüsten. Schwuppdiwupp. Ah, da steht noch einer. Anklicken, PC wechseln. Den kann ich irgendwie mal hier hin. Zweite Werkbank für 1500. Hm, einer reicht.
auf 8 GB aufrüsten. Werkbank, das haben wir dann Schreibtisch. Was haben wir denn da drin? RAM 4 GB. Hat der irgendwas von. Plus keine Gebrauchteile. Sagt er denn? Schwarz. Der will schwarze Kabel. Vielleicht muss man hier schwarz anklicken, dann ist gut. Was hat er denn hier? Entfernen. 4 GB. Team Group T4 Stark. Ja, das ist der 8 GB T4 Stark. Läuft. Guck mal, wo sich über Gebrauchteile beschwert. Ich habe ein paar neue Kabel eingezogen. Und sie haben sogar ein paar neue Kabel eingezogen. Blödsinn, oder? Ja. 16 GB RAM. Was will er noch? Man muss alles lesen. Kunststoff weiß. Meinetwegen, wurscht. Aber die falsche Seite. Auf 16 GB aufrüsten. Das sieht ein bisschen komisch aus, irgendwie auf dem Kopf. Ach, Gigabyte raus. Gigabyte rein. Teil 130, wie war das Budget? Ah, ich passen. Einmal Strom. 16 GB. Bisschen schneller machen. Und speichern. Und fährt hoch.
Einmal die Seiten. Die Seitenwand. Installieren der Seitenwand. Hä? Das sieht man gar nicht. Installieren der Seitenwand. Achso, ich habe die andere Seitenwand gemacht. Ja, ist okay. Deswegen hat man das nicht gesehen, weil es die andere Seite war. So, und im Lieferbereich. Alles so schick, die Gehäuse hier, hä? Kassieren. Super gelaufen. Hübsche neue Kabel von Kunststoffweiß haben sie spendiert. Dafür gibt's dann extra. Okay. Das hatte ich doch schon, haben neue CPU bestellt. Da war die CPU kaputt. Und hier war. Was habe ich denn im Shop jetzt bestellt? Ja. Die Ryzen war kaputt. Das müssen wir überlegen, also. Hier habe ich eine Ryzen bestellt für den. Und hier will ich eine neue CPU. Achso, habe ich schon gemacht. Verwerfen. Die Grafikkarte kam erst später. Brauch Update. Drei als Leistungswert. Da meint, ach, der hat 3D Mark Leistungswert 3332. Ist Interfan? Was war denn für ein Budget? Das Ding ist natürlich nix. Budget 800. Das kriegen wir hin. Erfahrung. Ach, das darf ich noch nicht, oder was? Ach nee, ich brauche 4 Sternchen, um das zu machen. Ganz unten steht, was er will, eine HDD ersetzen. Und zwar will er dann defektes Teil. Neue Terabyte, oder? Oder 500 Gigabyte, mal gucken. Lang. Eine ist kaputt. Stimmt nicht die neue, sondern die alte. Budget 100 Euro. Was kriege ich denn für eine Festplatte für 100 Euro? Klonk, klonk, klonk. TB. Hä? Mann.
ein TB kostet 60, eine 2 TB kostet 70. Dann nehme ich doch eine 2 TB, oder? Natürlich. Angenommen. So, was haben wir da noch? Ich habe mich auf dem PC vergossen. Es treibt mir die Tränen in die Augen. Neulich habe ich auf PCBay ein paar von diesen abgefahrenen Kunststoff-Weißkabel. RAM ersetzen, HDD ersetzen. Dann nehmen wir gleich noch eine 2 TB. Und das RAM, was hast du da für RAM? PC-Daten. Ich glaube, davon habe ich noch was. Angenommen. Neue Teile verfügbar. Neue Teile verfügbar. Das interessiert mich nicht. Auf dem Transportweg, auf dem Transportweg. Da muss ich leider noch ein bisschen warten. Grafikkarte aufrüsten. Was hat er denn? Keine Gebrauchteile. Ja, ja, ja. Benutzt, benutzt. Die ist kaputt. Kannst du doch verkaufen für 8 Dollar. Was willst du damit noch? Stört doch nur. Kling! Ach, kaputt. Krieg doch nur 6 Dollar für. Kannst du als 0 Dollar. Ja, aber stört doch nur. Auch kaputt. Jetzt mal noch was gekriegt. Auf eBay! Okay, auf eBay. Das defekt verkaufen. So, da muss ich jetzt natürlich hier meinen Shop abschließen. Ich habe alles bestellt soweit. Shop. Und zwar bis morgen, bitteschön. Achso, jetzt hätte ich in dem Shop vielleicht noch irgendwelche zu spät, oder? Tools und Software. Systeminfo. Bullet One, Bauteilleistung. Bongel. Okay, Bongel. Tippe auf eine Schraube, damit sie automatisch eingedreht wird. 2000! Okay, wenn ich es denn so dicke habe. Genaue Angaben über die Systemleistung. Vergleiche die Leistung von Prozessoren und Grafikkarten im Rahmen der jeweiligen Angebote. Und Bongel noch in den Warenkorb. Bongel. Das denke ich auch verschieben, ne? Ja. Bongel, E-Mail, Shop. Was gibt's bei Bongel?
System super scharfe Reparaturen. Nee, da sehe ich die alten Bewertungen nur. Was soll das denn heißen? Naja, das sehe ich da eigentlich so. Vorschauen. Was ist Vorschauen? Was ist News? Warum geht das nicht? Wahrscheinlich muss ich da irgendwie besser verwerten. Mark Leistungswert. So, Tag vorbei. Heute ist das. Da kommt die Grafikkarte. Der Intel Core i5 müsste eigentlich da sein. Gucken wir mal. Ist nicht da. Der kommt, wann kommt denn der? Irgendwann heute. Keine Ahnung, wann. Guck mich morgen. Jetzt machen wir Feierabend. Ich kann es dann lassen. Teil wird es nicht sein. Was habe ich denn gekriegt? Habe ich Grafikkarte gekriegt? Yo! Und die CPU gekriegt? Yo! Grafikkarte aufrüsten. RAM ersetzen. HDD ersetzen. Diagnose stellen. Was habe ich denn für eine CPU? Die AMD-CPU ist noch nicht da, oder? Doch. Da ist er doch. Die Ryzen. Das war doch die Diagnose hier. Welcher war denn das? Der hier? Erstmal muss ich hier noch den... da. Und jetzt oben drauf. Quatsch. Und irgendwo ist hier noch ein Kabel. Welches Kabel wollt ihr denn haben? Bah. Ach, ich gucken. Das war die Diagnose, ne? Washed. Gut. Eigentlich ist es ja auch washed. Den kann er erkennen. RAM-Übertaktung. Können wir auch anmachen. Neu starten. Es wird ja nicht übertaktet, sondern er liest aus. Funktioniert. Wunderbar. Dreht sich, dreht sich, dreht sich, dreht sich. CPU von minderer Qualität installiert. Das kann ja wohl nicht sein. Ein Ryzen 5 Quad-Core. Hä?
Was will der denn noch? Das war ein AM4. Verstehe ich nicht. Den will er dann nicht haben, oder was? Das ist ja wohl. Funktioniert doch. Der Waffe 170. Verstehe nicht, was er noch will. Was habe ich ihm jetzt gegeben? Muss ich? Es gibt doch gar keinen besseren. Ich habe ihm, ich glaube, den oder den da. Und besser geht doch nicht. Verstehe nicht, was er hat. Du kriegst den so zurück. Mal gucken, was er sagt. Kann ich dann auch nichts zu tun. Der läuft doch wieder. Kann ich nicht kassieren. Ich glaub's ja wohl nicht. Was gefällt ihm an dem 1400er nicht? Warum hast du das von minderer Qualität? Willst du mich verarschen? Das ist ein guter AMD Ryzen. Quad-Core. Verstehe ich nicht. Das kann noch ein anderer mit. Also, da gibt es noch den, der ist ein bisschen teurer. Und das ist der beste. Oder der teuerste. Und das ist da eigentlich wurscht. Kaufen wir da halt noch einen von. Wir haben es ja. Den anderen kann ich jetzt nicht zurückgeben. Na, vielleicht kommt ja irgendwann ein Kunde, dem ich den noch verkaufen kann. Doofer Kunde. Grafikkarte aufrüsten.